Oh, ist das hell. Ja. Oh, moin. Ich bin in der 1. Ha, ich war noch nie die 1. Ich verrate euch nämlich heute das streng geheime Vanillekipferl-Rezept von meiner Oma. Das ist dann zwar nicht mehr geheim, aber wir haben dann Vanillekipferl. Und deswegen möchte ich das jetzt mit euch mal backen. So, dann wollen wir nochmal loslegen. Ne? Ich habe hier schon einiges vorbereitet. Das wollte ich immer schon mal sagen. Das machen Köche nämlich so. 250 Gramm Mehl. Ich habe jetzt hier Weizenmehl genommen. Ihr könnt auch Dinkelmehl oder was weiß ich, was für Mehl es noch so gibt, nehmen. Rein damit. Dann Butter. 210 Gramm. Mmh. Oh, jetzt haben wir nur noch 240 Gramm Mehl. Dann haben wir natürlich hier gemahlene Mandeln. Ne? Frisch rausgenommen. Alter Mist. So, rein damit. 80 Gramm Zucker für die Süßen. Was haben wir hier noch? Vanillezucker. Ne? Zack, rein. So, fertig ist es. So, und jetzt kommen wir zum romantischen Teil. Jetzt kommt zur Massage des Ganzen. Der eine oder andere nennt es auch einfach kneten. Ich werde mich da jetzt wirklich reinsteigern. Mmh, fühlt sich das gut an. Gerade wenn die Butter so zwischen den Fingern quillt. Das hat was ganz Tolles. Niemand hat gesagt, dass das hier leicht wird, Leute. Niemand hat es gesagt. So, was ist das jetzt hier für eine Pampe? Bisschen was bleibt immer am Finger kleben. Ne? Das ist halt so. So, raus. Raus. Der Maurerkelle. Dann formt ihr hier so eine Kugel, so einen Ball. Und das gelöt, das wickeln wir dann in Folie. So, Kugel ist in der Folie und die kommt jetzt in den Kühlschrank. So, der Teig ist jetzt hier in der Cooldown-Phase. Wir wollen die halbe Stunde aber nutzen, um dieses Gemisch vorzubereiten. Denn wir haben hier einmal eine Packung Puderzucker, zwei Packungen Vanillezucker und das Ganze kommt jetzt hier rein. Puderzucker kippen wir durch das Sieb. Das dauert so eine Stunde. So, Puderzucker durchgesiebt. Laut werden und dann den Vanillezucker einfach oben drauf und dann das Ganze verrühren. Dann kommt es nämlich zur Hochzeit. So, Fläche mehlig machen, da kann man gar nicht übertreiben. Gut verteilen, damit das hier nicht so backt. Denn da kann jetzt unser Teig drauf, der jetzt genug Kälte abbekommen hat. Hallo mein Kumpel. Dann bringen wir das mal so richtig in Form. Ne? Zack. So, jetzt haben wir diese Förmchen hier schon. Daraus machen wir jetzt Rollen, aus denen wir dann nachher die Kipferl zaubern. Ja, das sieht bei euch jetzt vielleicht besser aus, aber das mache ich hier extra ein bisschen schlechter. So, Messer von eben. Ach komm, die müssen ein bisschen länger sein, ne? So, so und so. Und jetzt einfach nur... Oh. Hallo, kleiner Kipferl. Guckt euch diese Prachtexemplare an. Die würde ich natürlich jetzt direkt essen, aber die müssen noch im Backofen. So, fertig bestückt ist das Blech. Ne? Immer schön Abstand halten. Genauso macht ihr es richtig. Und jetzt kommt ihr in die Sauna. Hochgetunt auf 175 Grad, vorgeheizt, Umluft. Wir sehen uns in 20 Minuten. So, Küche ist aufgeräumt. Kipferl sind auf dem Fertig. Schauen wir mal. Boah, das sieht auch ganz gut aus. Flossen nicht verbrennen, ist immer ganz wichtig. Zack. So. So, das Ganze 3 Minuten abkühlen lassen, denn sonst sind sie noch zu weich für die folgende Bestäubung. Drauflegen. Gut, man kann auch übertreiben. So, und fertig sind meine Vanillekipferl. Vielleicht sind sie bei euch nicht ganz so kreativ ausgelegt, aber ich glaube, sie schmecken. Mal sehen. Euch wünsche ich auf jeden Fall eine schicke Weihnachtszeit. Mmh. Oh! Lecker! So, ist das Ding jetzt hier fertig?